and gentlemen, ladies and gentlemen. Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe der Wohnzimmershow. Heute ist der 28. Juli. Der Juli geht jetzt nun auch langsam dem Ende zu. Man könnte ja meinen, der Sommer ist schon fast vorbei, vor allen Dingen, wenn ich rausschaue. Was haben wir? 17 Grad in Frontenberg und es ist wie täglich bewölkt. Gestern hatten wir sogar Gewitter. Ja, Frau Mümmelmann sagt, sie ist Schlafmützen-Elli, kommt also erst später hierher zu mir, weil sie da noch ihren Mümmelmann-Fanclub betreuen muss. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir schon keinen wirklichen Sommer haben, ich habe sommerliche Töne ausgesucht und da ist Frau Mümmelmann doch direkt mit dabei, denn sie singt im Duett mit Peter Mauch, der sie auf der Gitarre begleitet, den Sommersong vom Lemon Tree. Sitting here in the boring room, just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car. Driving too fast and driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down, turning, 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 turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Singing da 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 da. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm sipping around in a desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy and everything will happen. And I wonder. And I wonder an manchen Tagen um überhaupt nichts mehr, wundere ich mich. Heute Morgen hat doch schon wieder der Postbote hier geklingelt und was brachte er? Einen kleinen braunen Umschlag von der Firma Lehmann. Von der Firma Lehmann. So, jetzt machen wir Werbung für die Firma Lehmann. Ich schreibe ja immer schön unten rein, Sponsoren erwünscht. Und was kam heute? Ein Sponsorenpräsent von der Firma Lehmann, nämlich ein Kugelschreiber. Vielen Dank an die Firma Lehmann und hier die gewünschte Werbung dafür. Handelsvertretungen Lehmann, Ihr zuverlässiger Partner für Werbepräsente. Die HVL-Werbung Brettspiele gibt es jetzt neu bei Herrn Lehmann aus Halle. So, und hier nochmal die Telefonnummer 0345 560 3201 oder auch per E-Mail kann man sich da alles zukommen lassen, was das Herz begehrt. So, und wenn Sie mir auch etwas sponsern möchten, auf der Homepage von www.westphal.tv, da ist eine Spendenbox, weil wir doch einen neuen Camcorder hier für die Show benötigen. Da sammeln wir jetzt gerade. Und es darf also dürfen auch zwei Kugelschreiber sein. Kein Problem, man kann spenden übrigens ab 1 Euro. Kein Problem. Also ich habe ja jetzt schon Spendenaufrufe in dieser Woche genügend gemacht, wobei ich sagen muss, die hungernden Kinder in Afrika, die gehen wirklich vor. Aber wenn dann noch jemand einen Euro hat, nehmen wir den auch dankbar hier in der Wohnzimmershow entgegen für eine neue Kamera. So, jetzt machen wir erstmal weiter mit dem Wetterbericht hier in Frontenberg, 17 Grad. Und ich habe heute Morgen auch schon bekommen, nicht nur die Post, sondern einen kleinen Film vom Südwestkorso in Berlin. Schauen wir uns an, wie da das Wetter ist am Südwestkorso. Hallo Frau Mümmelmann. Morgen.
Guten Tag, herzlich willkommen noch einmal. Gute Nacht. So kannst du ja direkt ins Bett gehen. Ich habe erst gedacht, es ist eine Lausitzer Tracht, die du da auf dem Kopf hast, aber es soll eine Schlafzipfelmütze sein. Soll ich dir sagen, wo ich die hab? Ja, bitte. Wirklich? Ja. Die ist noch von meiner Hochzeit, damals. Da bist du als polnische Braut? Nee, das war so ein Spiel. Da hatte ich so ein Kippi auf, weißt du, wie so ein Toilettenrollenabdeckung. Jetzt kommt sie plötzlich mit ihren vergangenen Hochzeiten, wo sie schon die nächste plant. Hä? Quatsch. Lies die Zeitung. So lenkt sie immer ab von den wichtigen Themen. Das ist nicht wichtig. Die habe ich wirklich daher. Ja. Ich habe gedacht, weil wir doch immer eine Schlafmütze mal tragen sollten, habe ich diese genommen jetzt. Soll ich dir mal verraten, was ich von meiner Hochzeit heute trage? Erzähl. Das sage ich dir später. Aber ohne Witz, ja. Da trage ich was. Okay. So, also, Jugendliche sind ein tödliches Risiko, weil 1/5 aller Verkehrsunfälle von Jugendlichen von 18 bis 24 verursacht wird. Da frage ich mich dann aber, die anderen 4/5 werden ja auch von irgendwelchen Zielgruppen verursacht. Das steht gar nicht drin. Also nur die Jugendlichen sind ein tödliches Risiko. Die FDP ist im Keller, nur noch 3% bei den aktuellen Umfragen. Eine gewisse Schadenfreude kann man in meinen Augen nicht verbergen. Der Kirchenkreis in Freudenberg ist auch gegen den Stall mit den Legehennen. Ihr erinnert euch. Also, das ist ja auch etwas, das kann ich nachvollziehen. Diese vielen Legehennen müssten ja nicht sein. Und das neue Altenheim wird gebaut. Das Schmallenbachhaus hier in Freudenberg wird neu gebaut. Ja, der Kirchenkreis muss auch dagegen sein, weil ich denke, auch Lebewesen wie Hühner gehören ja zum kirchlichen Denken. Oder ja, etwa okay. Nicht. Ich habe noch keinen Huhn in der Kirche gesehen. Nein, aber man soll doch mit Mensch und Tier und Natur gut umgehen. Das ist doch ein kirchliches Prinzip, egal welche Konfession es ist. Und es ist vollkommen egal. Wenn das nicht der Fall ist, denke ich, ist es schon für die Kirchen auch wichtig, da einzuschreiten. So. Mit der Frau ist nichts anzufangen heute. Ja, sie wollte was lesen, aber lest dich erstmal ein. Habe ich schon Lustreise. Beim Sex auf Dienstreise ist eine australischen Beamtin in einem Hotel ein Lampenschirm auf den Kopf gefallen. Also man sieht dich nicht und hört dich nicht. Was war denn jetzt daran so komisch? Was ist dir denn schon beim Sex alles auf den Kopf gefallen? Aber nicht im Dienst. Nein, du hast ja auch die Mütze auf. Also, heute um 18 Uhr bei Radio VR gibt es den Schlager Sexpress, hätte ich bald gesagt, Express mit mir und vielen neuen Titeln, unter anderem von Edo Zanki, Conny Engel, Markus Wohlfahrt, Ina Müller, Simone, Daniela Bensch, den Schürzenjäger, Nick P., Lisa, Valentin, was haben wir denn noch dabei? Die Sendung ist heute proppenvoll. Wir sind Helden, Lukas Bach, Melanie Jäger, Ute Freudenberg und Christian Leis, Gilbert und Tina Anders. Jetzt habe ich auch keinen vergessen. 15 Titel an der Zahl. Lohnt sich reinzuhören. Die Titel habe ich alle schon gehört. Alles super und nett. So, in diesem Sinne, macht nichts, was wir nicht auch tun würden. Nehmt unseren Spendenaufruf ernst. Und ich bedanke mich auch nochmal für den Kugelschreiber bei Herrn Lehmann. Du wolltest dich auch noch bei Herrn Lehmann bedanken? Habe ich schon. Ach so, alles klar. Macht es schriftlich, damit es keiner hört. Habe ich schriftlich gemacht. Okay. In diesem Sinne, macht nichts, was wir nicht auch tun würden. Wir sind bei euch. Wir herzen, umarmen und küssen euch und sagen bis morgen. In diesem Sinne ein herzliches Om.